Hallo und willkommen bei MacManiacs. In diesem Video geht es um den Vorwerk VK7, einem Akkustaubsauger von Vorwerk und wie das Gerät bei mir nach 2 Monaten Testmusterstellung von Vorwerk so abgeschnitten hat. Im Alltag mit 2 Katzen und einem Hund, 2 Erwachsenen in einem Haushalt mit sehr vielen Treppen, die zu saugen sind, das erfahrt ihr alles in diesem Video. Ja, weil es ohnehin relativ lang dauern wird, dieses Video, deswegen fangen wir gleich mal an mit Verpackung und Lieferumfang und halten die ganze Sache kurz. Denn der Lieferumfang vom Vorwerk VK7, da müsst ihr euch das jetzt hier mal, die Autodüse, gleich wegdenken. Denn in der Regel bekommt ihr da entweder den VK7 und einen Wischaufsatz oder den VK7 und eine Turbobürste. Das würde ich mal sagen, sind so die Standardzubehörteile oder das Standardset, mit dem ihr den VK7 kaufen könnt. Vorwerk ist ja bekannt, sehr viele Zubehörteile im Shop anzubieten oder verfügbar zu haben und entsprechend könnt ihr euch da jetzt noch stundenlang über Zubehör zufaseln. Ein paar Sachen behandeln wir in diesem Video, aber hauptsächlich geht es eben jetzt hier um Wischaufsatz und Turbobürste. Die Verpackungen bei Vorwerk sind hauptsächlich aus Karton, aus ungebleichtem Karton. Ein bisschen Kunststoff packen sie immer noch rein, da würde ich mir wünschen, dass sie auch da eine Lösung finden, das komplett in Papier zu verpacken. Ja, weil das hier ein gebrauchtes Testmuster von Vorwerk ist, das sie mir zugestellt haben, gibt es jetzt auch keine Auspackzeremonie, so spannend ist es dann auch nicht. Im Lieferumfang jedenfalls findet ihr neben der Motoreinheit und wenn ihr euch entscheidet eben für einen Wischer und eine Turbobürste, dann auch noch 6 Filtertüten, mit denen ihr durchaus auch mehr als 3 Monate Staubsaugen auskommen solltet, sowie ein Ladegerät und dann natürlich auch noch 3 Wischtücher. Da könnt ihr euch auch aussuchen, welche Wischtücher ihr möchtet, also für Standard oder für zum Beispiel Parkettböden und natürlich auch welchen Reiniger ihr dazu haben möchtet, also den Universalreiniger oder den Parkettreiniger. Und ihr merkt schon, das ist ziemlich kurz, dieser Lieferumfang, für ein Paket eben aus Wischaufsatz und Turbobürste. Das stimmt, da ist relativ wenig dabei. Das heißt, ihr habt weder eine Autodüse oder eine seltsame anmutende solche Düse. Ihr habt nichts dabei. Also ihr habt das Gerät mit dem Handgriff, ihr habt den Wischaufsatz dann dabei und ihr habt die Turbobürste, Elektrobürste nennen sie Vorwerk, dann mit dabei. Das heißt, wenn ihr noch zusätzliches Zubehör benötigt, dann müsst ihr da nochmal extra Geld drauflegen. Und das ist bei dem schon relativ hohen Anschaffungspreis, da kommen wir später dazu, schon so eine Sache, dass dann nicht mal eine Fugendüse mitgeliefert wird. Und was ich noch erwähnen muss, mir wurde hier für dieses Testmuster auch von Vorwerk nichts erklärt. Ich will da ja absichtlich nicht irgendwelche Zusatzinformationen haben. Ich will absichtlich nicht irgendwelche Werbung hören von Vorwerk und ich habe auch absichtlich nicht einen Vorwerkvertreter bzw. eine Vertreterin hierher kommen lassen, um mir das Gerät vorzuführen. Ich wollte es selbst entdecken für euch, um euch dann einfach mal so vollkommen unvoreingenommen meine Erfahrungen zu diesem Testmuster vom Vorwerk VK7 Akkustaubsauger sagen zu können. Und damit haben wir Verpackung und Lieferumfang auch schon abgeschlossen und kommen zur Inbetriebnahme. Jetzt ist es ein Staubsauger, sagt ihr, da werdet ihr nicht sehr viele Sachen zum Inbetriebnehmen haben. Das stimmt. Ihr habt natürlich dann da die Filter Tüte schon vorinstalliert, wenn ihr den kauft. Ihr habt einen Akku mit dabei. Jetzt klappe ich den Griff einfach mal hier hoch und dann kann man diesen Akku hier auswerfen, beziehungsweise die ganze Klappe. Das ist einer der Nachteile, finde ich, an dieser Maschine. Und wenn ihr das jetzt hier anschaut, habt ihr hier einen Riegel, könnt den Akku rausziehen und habt dann hier diese Akkueinheit. Ihr könnt euch einen Zusatzakku dazu kaufen, kostet nochmal 150 Euro. Was ihr machen solltet natürlich, ist den Akku am Anfang aufzuladen. Logisch, das dauert, wenn er komplett leer ist, circa 2 Stunden das Aufladen und wenn ihr nur 90% braucht, seid ihr dann in circa 1 Stunde und 15 Minuten schon dort. Was ein sehr guter Wert ist, wie wir wissen von anderen Herstellern, die brauchen deutlich länger, um den Akku aufzuladen. Ich würde euch also empfehlen, dass ihr den Akku zuerst mal aufladet. Ihr könnt entweder euch eine Ladeschale dazu kaufen, glaube ich, kostet irgendwo bei die 20 Euro, da könnt ihr dann euer mitgeliefertes Netzgerät einklipsen oder ihr schließt das Netzgerät dann direkt hier hinten am Staubsauger an, dann wird es natürlich auch im Staubsauger geladen. Was wir auch hier schön sehen, ist der Staubbeutel. Den habe ich jetzt, glaube ich, 1,5 Wochen im Einsatz. Ist also auch noch nicht sehr prall gefüllt, trotzdem hier 2 Katzen und ein Hund herumharren. Wir haben einen Vormotorfilter mit einem Duftclip drinnen, den ihr optional reingeben könnt, wenn ihr möchtet, dass das zu Hause bedüftelt wird. Und ansonsten gibt es hier direkt am Gerät, außer vom Griff, nicht viel zu den Bedienelementen zu sagen. Denn wir haben hier nur mehr eine Plus-Minus-Taste, die eine Ausschalttaste und hier eine Boost-Taste, mit der ihr die maximale Saugleistung abrufen könnt. Wenn wir das Ganze jetzt hier schon offen haben, dann kurzer Nachteil, den ich gleich am Anfang erwähnt haben möchte. Einerseits praktisch, den Akku könnt ihr hier einfach so reinschieben. Das ist gut gemacht, der fällt dann auch nicht mehr raus, weil hier so ein grüner Clips ist. Aber wenn ihr den im Betrieb wechseln müsst, den Akku, dann habt ihr immer gleich den ganzen Deckel hier in der Hand. Und das finde ich nicht so gut gelöst. Ich hätte mir hier eher gewünscht, dass der Deckel aufklappt und so ein bisschen zurückgehalten wird.
Ja, die Klappe kann in der Position bleiben, das erscheint mir aber nicht so wirklich im Sinne des Erfinders, beziehungsweise das könnte man noch nutzerfreundlicher machen, indem man hier an diesem Teil ein Scharnier einbaut, das dann eben das Ganze auch noch hält, auch wenn der Akku eingeklipst ist. Wie gesagt, in Betriebnahme ladet das Ding auf und dann könnt ihr auch schon loslegen. Im Endeffekt, ich klappe das jetzt hier zu, weil es fürs Video praktischer ist, entscheidet ihr euch dann, welche Düse ihr montiert. Ihr könnt euch also hier für die Turbobürste entscheiden, die dann hier an diesen Zubehöranschluss dran passt, auch sicher hält, ist natürlich wie immer schwenkbar in alle möglichen Richtungen. Ihr kommt damit wunderbar auch unter Möbel rein, auch wenn es jetzt vielleicht hier nicht den Anschein hat, aber ihr kommt tatsächlich gut unter Möbel, wenn sie nicht allzu niedrig sind, drunter. Allerdings natürlich, die Turbobürste hat eine gewisse Dicke, das heißt, sehr schlank ist diese Düse nicht. Was ihr dann auch noch im Zuge der Inbetriebnahme machen könnt, ist, ihr könntet den Staubsauger über Bluetooth mit der Vorwerk-App koppeln. Das ist nicht die gleiche App wie der Thermomix oder das Cooking Center, das ist eine separate App für den VK7. Das könnt ihr machen, dann habt ihr so eine Gamification, wo ihr seht, wie viel ihr gesaugt habt mit der Turbobürste oder mit dem Wischaufsatz und wie viele Fußballfelder das so wären. Ihr seht aber auch, ob die Staubtüte voll ist oder ob der Akku noch in gutem Zustand ist. Ist insgesamt ganz fein, braucht man nicht, aber ist doch ganz nett, dass man das hier hat und dass man daran gedacht hat. Was ich ebenfalls noch positiv anmerken möchte, ist, auch wenn ich jetzt keine Einweisung von einem Vorwerk-Repräsentanten oder einer Repräsentantin hatte, da ist irgendwie nichts dran, was Rätsel aufgibt. Alles, was ihr bedienen könnt, ist hier in einer Farbe dargestellt, im Vorwerk grün. Das heißt, das könnt ihr zum Beispiel tauschen. Ihr könnt diese Klappen tauschen, ihr könnt die Bürsten tauschen, wenn ihr das möchtet. Der Einschaltknopf ist grün, den könnt ihr drücken, der Boostknopf ist grün. Auch wie ihr die Sachen entriegelt, zum Beispiel hier dieser Hebel, den zieht ihr zu euch hin, wenn ihr quasi steht. Das ist ja das Tolle daran, dass ihr die Düsen wechseln könnt, ohne euch bücken zu müssen. Das heißt, ihr steht quasi hinter dem Gerät, ihr entriegelt es und könnt dann einfach die Düse abziehen und eine andere Düse draufgeben. Das ist praktischer, als man denkt im Alltag. Denn natürlich, wenn man das Ding mit Wischaufsatz kauft, und ich denke, man wird sich für den VK7 aus dem Grund entscheiden, dass man so eine Vielfalt von Zubehör, unter anderem eine Wischmöglichkeit hat und nicht nur, weil man einen Akkusauger braucht, da gibt es ja ganz, ganz viele am Markt, wie ihr wisst. Aber eben genau dieser einfache Zubehörwechsel, dieses nicht bücken müssen, dieses vielfältige Zubehör ist dann da auch schon ein großer Pluspunkt. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Design des VK7. Jetzt ist Design natürlich vollkommen subjektiv, ob einem das gefällt, und es ist nach wie vor nur ein Staubsauger, sage ich mal. Ihr habt diesen Griff, wie ihr gesehen habt. Ihr könnt hier mit der Taste das drücken und den so raufschwenken. Das ist quasi der normale Staubsaugerbetrieb, wo ihr den dann hier in die Turbobürste einklipst und der Staubsauger dann so in Betrieb ist. Was so ein smarteste Teil von Vorwerk ist, für das die auch ziemlich bekannt sind, ist so eine Sache, diese Lippe hier vorne zum Beispiel. Wenn ihr die Boost-Taste drückt, dann zieht sich die hoch. Das heißt, ihr wollt ja dann mehr einsaugen. Wenn es wie bei mir das Katzenstreu ist, das überall rumliegt, dann tippe ich die Boost-Taste an, dann fährt diese Lippe nach oben ein und dann habt ihr die maximale Saugkraft und ihr habt auch vorne nichts, das euch quasi den Weg blockiert. Finde ich sehr praktisch gelöst. Auch wird dann gleichzeitig die Bürstengeschwindigkeit erhöht und so weiter. Das ist eine feine Sache. Dann haben wir eben den Griff, der ist schwenkbar. Das hat natürlich auch einen positiven Nebeneffekt, wenn ihr den als Handstaubsauger benutzen möchtet und dann zum Beispiel diese Autodüse hier montiert, dann könnt ihr den so tragen. Es gibt von Vorwerk auch, wenn ihr euch den dazu kaufen möchtet, einen Gurt, einen Tragegurt, das heißt, den hängt man hier unten und hier vorne hinter dem Griff ein und dann könnt ihr den um die Schulter hängen und wenn ihr dann zum Beispiel auch noch, wir sind schon wieder beim Zubehör, einen flexiblen Schlauch dazu kauft, wie diesen hier, dann klipst ihr also die Autodüse in den Schlauch und den Schlauch in den VK7. Dann habt ihr den jetzt hier geschultert und könnt damit im Auto herumsaugen. Kann man machen. Ansonsten ist das alles schön griffig. Ihr habt dann hier, wenn das aufgeklappt ist, auch so einen Kniff. Wenn der Staubsauger im Staubsaugbetrieb ist, ist das Display so ausgerichtet, dass ihr, wenn ihr runter seht, die korrekte Akkuanzeige seht. Wenn ihr ihn aber abstellt und er quasi so vor euch steht, dann ist das Display wieder umgedreht, damit ihr, wenn ihr von vorne auf den Staubsauger seht, die Ladezustand, wenn er zum Beispiel aufgeladen wird oder wie viel noch drinnen ist, direkt verfügbar habt und seht am Display. Der zeigt euch dann auch eventuell, wenn es gibt, Error an. Der zeigt euch natürlich auch an, wie viel Wasser bei der Befeuchtung vom Wischer stattfindet. Also das ist alles über das Display gelöst, sehr einfach und relativ zielführend von Vorwerk. Und dass dieses Display im Akku eingebaut ist, hat natürlich auch den Vorteil, falls am Display mal was ist, kann man das ebenfalls einfach mit dem Akku austauschen. Und dann sind wir beim nächsten Thema, das Betriebsgeräusch.
Und da war ich sehr, sehr positiv überrascht und ich stecke den jetzt absichtlich in die Turbobürste, weil ich ihn jetzt gleich einschalte, denn der ist im Standardmodus unglaublich leise. Hören wir mal rein. Ich schalte ihn jetzt also hier ein und jetzt muss ich den nach hinten geben. Das ist ziemlich leise. Und wenn ich den jetzt nämlich abstellen möchte, kippe ich den nach vorne, der bleibt stehen und schaltet sich aus. Und umgekehrt, wenn ich jetzt hier nur eine kurze Pause habe und ich muss den Tisch verschieben, was auch immer, wenn ich den dann wieder zurückgebe, geht er wieder an. Und das ist so eine Kleinigkeit und es ist so unglaublich praktisch, dass man da nicht so einen langen Staubsauger irgendwo quer über dem Boden liegen hat. Das ist richtig gut. Das ist eine Kleinigkeit, aber das finde ich wahnsinnig gut gelöst und das ist so ein toller praktischer Aspekt, den ich bei Vorwerkgeräten, ihr habt ja vielleicht auch schon die Review von Thermomix gesehen, mittlerweile wirklich sehr, sehr schätze und die ich mir vor der Nutzung, ich habe mir dann privat nach der Review auch einen Thermomix gekauft, das hatte ich mir vorher nicht vorstellen können, warum man davon so begeistert sein kann. Aber auch hier bei dem Staubsauger sehe ich sehr, sehr viele praktische Details, die andere so nicht oder nicht so gut können. Also das ist eine feine Sache hier. Wenn ihr natürlich dann die Turbobürste auf die höhere Stufe schaltet oder die Saugleistung erhöht oder den Boost-Modus benutzt, dann ist das Ding natürlich lauter. Allerdings auch hier getestet mit zwei Katzen und einem Hund, die sind wesentlich weniger panisch als bei den bekannten und von mir auch schon mehrfach reviewten Produkten aus dem UK zum Beispiel. Die sind wesentlich laut und haben ein wesentlich stärkeres hochfrequentes Geräusch, das den Tieren offensichtlich Unbehagen bereitet, um endlich mal diese Wörter auch verwendet zu haben. Ja, was ich zur Turbobürste jetzt eigentlich noch sagen wollte, die passt natürlich auch die Bürstleistung automatisch an, weil er erkennen kann, ob ihr euch auf einem Teppichboden oder einem Parkett oder Hartboden befindet. Das ist aber dann auch schon das Einzige, was er erkennen kann. Das zwar sehr zuverlässig, auch bei sehr kurzflorigen Teppichen. Er kann aber nicht erkennen, wie viel Schmutz gerade eingesaugt wird. Also da einfach mit der kleinsten Saugstufe, wenn das jetzt am Parkettboden ist, beziehungsweise mit der erhöhten, wenn er auf dem Teppich ist, aber er kennt keinen Schmutz. Das wäre, finde ich, in der Preisliga eigentlich schon ziemlich schlau, wenn sie sowas einbauen würden. Das kann er, wie gesagt, nicht, aber er kann für Teppiche automatisch die Saugstufe anpassen. Und ich muss sagen, trotzdem er nicht die beste Saugleistung gemessen an anderen Modellen am Markt in der Preisklasse hat, hat er die gleiche Reinigungsleistung. Egal, ob ich mit dem oder mit einem anderen Gerät über den Boden fahre, er hat eine super Reinigungsleistung. Er bürstet Katzenhaare, er bürstet Mehl, Zucker, was auch immer ihr ausstreut. Das alles nimmt der Staubsauger sehr, sehr gut auf. Und ihr habt natürlich jederzeit schnell bei der Hand, direkt mit dem Zeigefinger, die Boost-Taste, was bei anderen Geräten vielleicht auch nicht so praktisch ist, wo ihr hinten am Gerät die Saugleistung manuell hochschalten müsst und dazu also zwei Hände braucht. Also auch da, das ist sehr gut gelöst von Vorwerk. Was ich mir noch wünschen würde, dass diese Erkennung der Bodenbeschaffenheit, die Erkennung der Teppiche, dass es schneller geht. Wenn ihr eben auf so einem niedrigen Teppich oder generell auf einem Teppich saugt und er in der höheren Saugleistung ist und dann geht er eben runter wieder auf ein Parkett oder auf die Fliesen, dann dauert das Umschalten für mein Gefühl so eine Spur zu lange. Also da könnten die noch ein bisschen mehr in die Geschwindigkeit dieser Erkennung geben. Aber ansonsten sehr, sehr zuverlässig. Wie schwer ist das Ganze jetzt? Also in der Regel habt ihr, würde ich jetzt mal sagen, den Staubsauger mit dieser Düse, denn vielleicht wollt ihr einfach so ein Gerät für überall, für jeden Boden, für jede Bodenbeschaffung haben. Das könnt ihr alles problemlos mit eben dem VK7, mit der Elektrobürste regeln. Welches Gewicht habt ihr da aber jetzt in der Hand? Ich meine, natürlich schiebt ihr das über den Boden und das meiste Gewicht lastet auf der Bürste, aber vielleicht müsst ihr über die Treppe hoch. Wie schwer ist er also dann? Die Motoreinheit allein, also das Teil ohne Bürste, hat 2,3 Kilogramm. Die Elektrobürste 1,6 Kilogramm, die Hartbodenbürste, die ich euch noch nicht gezeigt habe, diese hier, die könnt ihr für Parkettböden und Fliesen verwenden, wenn ihr hauptsächlich solche habt, die hat 1,6 Kilo und der Wischaufsatz 3,5 Kilo. Also der Wischaufsatz ist ein richtig dicker Brummer, muss aber auch sein, damit er den richtigen Anpressdruck für diese Wischtücher hat. Insgesamt reden wir also bei Motoreinheit plus Turbobürste von 3,9 Kilogramm, was schon mal ein ordentliches Gewicht ist. Wenn ihr das mit dem Wischaufsatz verwendet, habt ihr schon 5,7 Kilo in der Hand. Und wenn ihr nur die Hartbodenbürste verwendet, seid ihr bei 3,2 Kilo. Das ist kein leichtes Gerät. Wenn ihr so wie ich viele, viele Treppen saugen müsst, dann kann das schon ganz ordentlich reingehen. Also da habt ihr auch eine sportliche Betätigung dabei. Also der leichteste Staubsauger ist es nicht. Und wenn ihr wirklich sehr viele Treppen habt im Haus oder in der Wohnung, dann müsst ihr das auf jeden Fall bedenken. Und da würde ich euch dann generell empfehlen, wirklich diesen Vorwerkberater, die Beraterin kommen zu lassen, damit ihr euch da selbst
eine Vorstellung machen könnt, wie aufwendig oder nicht aufwendig es ist, Treppen zu saugen mit diesem Gerät. Weil man muss es halt dann doch immer mal wieder hochheben, das hat ein gewisses Gewicht und damit muss man dann natürlich leben können. Und ein letzter Zusatz noch zur Turbobürste, bevor wir zum Wischaufsatz kommen. Was ihr hier nicht seht, ist ein Kamm. Und was ihr vielleicht schon seht, sind die ganzen Haare, die sich um die Bürste wickeln. Was Vorwerk also hier nicht eingebaut hat, ist eine Kammfunktion, damit die Bürste automatisch auch im Betrieb gekämmt wird, damit sich also längere Haare, Tierhaare oder Menschenhaare nicht um die Bürste wickeln. Das finde ich schade, da hätte ich mir gewünscht, dass sie das eingebaut hätten. So, genug also von der Turbobürste, wir wechseln jetzt mal zum Wischaufsatz und der sieht so aus. Das ist jetzt designmäßig vielleicht nicht der schönste Wischaufsatz, den ihr euch vorstellen könnt und es gibt durchaus wesentlich schickere Bodenwischer, würde ich jetzt mal hier sagen. Aber er ist sehr schwer, er hat ein sehr hohes Gewicht, denn hier ist diese oszillierende Platte, auf die in diesen Rahmen hier wird das Putztuch eingespannt. Das wird da auf einer Seite eingeschoben und dann festgeklettet. Das kann man sehr einfach hier einklipsen. Was wir jetzt hier noch sehen, wir haben hier Düsen, sowohl mit Einsaugöffnungen hier, hier und hier, hier, hier und hier. Das saugt jetzt nicht sehr stark. Aber wenn ihr jetzt Staub gesaugt habt oder wenn es bei euch generell sauber ist, weil ihr keine Haustiere habt, dann reicht es durchaus aus, um die kleineren Staubpartikel einzusaugen, damit dieser Wischer hier seine volle Leistungsfähigkeit entfalten kann. Hier auf dieser Platte sind zusätzlich Düsen, die durchfeuchten dieses Wischtuch sehr, sehr schnell. Das heißt, ihr seht da die ersten Feuchtigkeitsergebnisse in so 10 bis 15 Sekunden und ich würde mal sagen, in 30 bis 40 Sekunden ist das Tuch tatsächlich vollflächig durchtränkt mit der Reinigungsflüssigkeit und dann könnt ihr da so richtig gut und effizient wischen. Und wenn wir jetzt von Reinigungsflüssigkeit reden, ihr habt hier einen Wassertank, den könnt ihr ganz einfach abnehmen. Ich hoffe, ich kriege keine Überschwemmung. Nein. Und der ist in sich auch sehr smart gelöst. Dann habt ihr hier diesen Verschluss mit einer guten Dichtung. Hier drinnen habt ihr eine Dosierhilfe, da könnt ihr dann ganz einfach den Reiniger von Vorwerk einfüllen und gut dosieren. Da gibt es eine Max-Markierung, ihr gießt es dann einfach hier rein, füllt das hier bis zur Max-Markierung auf und habt mit dem Vorwerk-Reinigungsmittel automatisch das richtige Mischverhältnis. Das Vorwerk-Reinigungsmittel ist zwar auf der einen Seite nicht billig, kostet 22 Euro der Liter, aber ihr braucht, wie ihr gesehen habt, nur ganz, ganz wenig davon. Das heißt, ihr kommt da wirklich, wirklich lange damit aus. Das Zeug riecht auch noch sehr gut. Reinigungswirkung top. Also ich habe da wirklich jeden Schmutz absolut einwandfrei und schnell vom Boden lösen können. Ja, und der Wassertank ist eben hier auch relativ schnell dann wieder eingesetzt. Den klipst ihr einfach da rein, dann ist der schon wieder drinnen und wenn ihr dann ein Tuch unten drauf gebt, ist es betriebsbereit. Bei der Bestellung könnt ihr sagen, welches Tuch ihr haben möchtet, sprich Universaltücher fand ich persönlich am weichsten, am aufnahmefähigsten und generell am besten. Das sind diese flauschigen Mikrofasertücher. Es gibt ihr dann auch noch in Soft. Ich weiß jetzt nicht, für welchen Boden man die braucht, der so empfindlich ist, dass man Softe braucht, aber es gibt noch Softtücher und es gibt spezielle Parketttücher. Ich habe in der Regel, sofern das eine Tuch, das ich hatte von den Universaltüchern verfügbar war, habe ich das benutzt, weil es mir einfach am besten war und weil ich finde, dass es den meisten Schmutz aufnehmen kann. Denn was ihr bedenken müsst, ihr habt zwar hier eine Saugfunktion für Staubpartikel, der saugt euch aber keine Flüssigkeit auf. Das heißt, der benetzt das Tuch, ihr wischt den Boden feucht, aber der Schmutz bleibt im Reinigungstuch. Das heißt, diese drei Tücher, die ihr da bekommt, wenn ihr den bestellt. Ich würde euch vorschlagen, Universaltücher, außer ihr habt empfindliche Böden. Die habt ihr dann und da würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr eine größere Wohnung, so keine Ahnung, 100 Quadratmeter angenommen habt, dass ihr dann diese drei auch für eine Reinigung der kompletten Wohnung oder des Hauses verwendet. Denn wie gesagt, der Schmutz bleibt im Tuch. Es wird kein Schmutzwasser aufgesaugt von dem Gerät. Das ist auch für eine hygienische Reinigung auch der größte Nachteil, denn man würde ja eigentlich dann sich vielleicht schon wünschen, dass da die Feuchtigkeit aufgetragen wird und auch wieder abgenommen wird vom Gerät. Das kann aber der Vorwerk-Wischaufsatz nicht. Bei den Tüchern liegen wir preislich bei ca. 40 Euro für die Nassreinigungstücher. Das ist auf der einen Seite, denkt ihr euch vielleicht teuer, also 13,30 Euro pro Tuch. Auf der anderen Seite könnt ihr die bei 60 Grad in der Maschine hygienisch sauber waschen. Finde ich also eine gute Investition, denn das hat man ja dann doch wieder ein paar Jahre. Also von daher, glaube ich, ist das jetzt nicht das große Argument, was die Kosten angeht, diese Tücher. Ich habe meine Parkettböden mit der Stufe 2 bei der Feuchtigkeit gewischt und es trocknet sehr, sehr schnell, weil, und das ist ein weiterer Pluspunkt, hier einfach tatsächlich sehr gleichmäßig die Feuchtigkeit aufgebracht wird und das Gerät sehr zuverlässig funktioniert. Und er erkennt auch, wenn der Wassertank leer ist und warnt euch dann übers Display, dass ihr jetzt bitte eine frische Ladung Wasser einfüllen sollt. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist die Reinigungsleistung besser oder gleich oder schlechter als mit einem klassischen angenommenen Mop? Also nehmen wir mal so einen Mop mit diesem Kübel, den ihr anfüllen müsst mit warmem Wasser, mit Reiniger, wo ihr dann den Mop reingebt, dann
tretet ihr auf die Taste, dann wird der geschleudert und habt ihr einen feuchten Mob und damit wischt ihr den Boden auf. Also ich würde sagen, deutlich bessere Reinigungslösung. Ihr kommt genauso schlecht in die Kanten, also in die Ecken. Ecken ist leider für solche Sachen immer ein Problem. Das heißt, eigentlich muss man sich da immer so mit dem Schwämmchen auf den Boden knien und die Ecken sauber machen. Hands up, wer das jemals gemacht hat. Ja, also ihr kommt mit dem Wischaufsatz, der steht dann auch mit dem Tuch immer so ein bisschen über. Also das Tuch steht so 1,5 Zentimeter über den Wischaufsatz raus, das oszilliert, das bewegt sich dann eben so. Und damit kommt ihr schon wirklich an alle Ränder, nur eben nicht in die Ecken. Das ist leider ein bekannter Nachteil, das können auch nur ganz wenige Geräte, die wirklich so Bürstenreiniger vorne haben, feuchte Bürsten, die dann wirklich bis ganz in die Ecke kommen. Das könnt ihr mit diesem Gerät nicht. Finde ich jetzt nicht das große Problem. Er reinigt auf jeden Fall deutlich besser als ein klassischer Mop, denn wenn ich irgendwas Eingetrocknetes habe, wenn ich Kaffee zum Beispiel reinige, der wird in einem Wischgang sofort sauber gemacht. Wenn ich eingetrockneten Honig mit verschmiertem Fußbodenstaub habe, ich war kreativ, dann funktioniert auch das absolut einwandfrei und überraschend schnell mit dem Tuch, das aufzunehmen und sauber zu machen. Der Endgegner sozusagen, war eingetrocknetes Ketchup am Fußboden. Da musste ich dann schon wirklich so einige Male drüber fahren. Aber auch das hat das Tuch letztlich dann perfekt aufgenommen. Und da ist eben der Vorteil, ihr steht nicht da die ganze Zeit, sondern ihr lasst das Gerät einfach draufstehen, punktuell auf der Stelle. Das wischt den Boden sauber und damit habt ihr die Sache erledigt. Ist also in der Praxis praktisch, tut was es soll, reinigt gut. Die Tücher müsst ihr rechtzeitig und oft genug wechseln natürlich und dann danach auch heiß auswaschen. Das heißt, ich persönlich würde mir das Ding kaufen, würde ich mir mindestens 6 Universalreinigungstücher zulegen, damit ich immer 3 in der Wäsche habe, 3 frische verfügbar habe und dann wirklich schnell einfach das Gerät vorbereitet mit Reinigungslösung stehen habe und dann tatsächlich einfach nur die Motoreinheit einklipse und schnell mal zwischendurch wisch. Das wäre also mein Vorschlag für den Anwendungsfall, wenn ihr wirklich auch häufig wischen möchtet. Ich mache das einmal in der Woche, das reicht für meine Sauberkeitsansprüche. Ja, und ein letztes Wort noch zur Treppenreinigung. Ihr seht jetzt hier diese Größe, vergesst es. Also ihr könnt damit Treppen so gut wie gar nicht reinigen, denn das Ding ist einfach viel zu groß. Ihr habt da so eine ganz kleine Fläche, die ihr bei einer gewendelten Treppe reinigen könnt und der Rest geht nicht. Wenn ihr eine komplett gerade Treppe habt, ja, okay, kann man machen. Bei einer gewendelten Treppe keine Chance, dass ihr da wirklich in die Ecken kommt. Da seid ihr besser dran, wenn ihr mit dem klassischen Mop das macht. Auch da wieder, überlegt euch das vorher, lasst euch das Gerät zeigen. Bei Vorwerk habe ich den Vorteil, euch sagen zu können, das geht tatsächlich. Ihr müsst nicht euch was ausleihen, was in einem komischen Elektronikmarkt sowieso nicht klappt, sondern ihr könnt wirklich jemanden kommen lassen und euch das Gerät anschauen, ob das was für euch ist. Macht es auf jeden Fall, ob auch der Wischaufsatz speziell wegen dem hohen Gesamtgewicht vom Gerät dann das Richtige für euch ist. So, dann haben wir noch einen großen Elefanten im Raum. Die Akkulaufzeit. Denn wie gesagt, das ist ein Akkustaubsauger, das habt ihr ganz am Anfang schon mitbekommen und das fehlende Kabel dürfte euch auch einen Tipp gegeben haben. Und dieser Akku hier, den man ja durchaus ja, es ist fummelig, das Ding rauszukriegen. Also sorry, da werde ich kein Freund davon. Vorweg, bitte macht's da was anders. Dieser Akkuwechsel ist einfach nicht so ergonomisch wie der Rest vom Gerät. Dieser Akku hier, wenn ihr den mit der Turbobürste verwendet, mit der Automatikeinstellung, dann kommt ihr, wenn ihr beide Augen zusammendrückt und nicht zu viele Teppiche habt, auf so eine halbe Stunde Maximum. Wenn ihr nur Parketten habt, vielleicht 40 Minuten in der kleinsten Stufe. Wenn ihr dann aber Katzenstreu habt, flauschige Teppiche, ständig die Boost-Funktion braucht, damit ihr eben, weil ihr zu faul seid, diese Düse zu verwenden, weil ihr sie vielleicht auch nicht gekauft habt, weil die kostet ja extra, dann seid ihr da vielleicht bei 20 Minuten, 25 Minuten Akkulaufzeit und das ist schon in der Preisliga zu wenig. Also ich würde mir wünschen, dass Vorwerk hier vielleicht noch einen Akku, einen Extended, einen XL-Akku anbieten würde irgendwann, wo das Display einfach höher ist, der mehr Kapazität hat. Ich finde die Laufzeit etwas zu gering. Man kann sich natürlich dann noch ein Premium-Ladegerät, das man an die Wand hängen kann, wo man einen separaten Akku reingeben kann, eine Halteschale für die Wand für den Staubsauger kaufen, dort den Staubsauger mit seinem Akku laden, einen zweiten Akku im Premium-Ladegerät laden, bla bla blub. Kann man alles machen, dann hat man sofort einen Akku, den man rausnehmen kann aus diesem Wandladegerät, schiebt ihn ins Gerät rein. Kann man machen, ist eine Option, ist natürlich auch super clean, wenn man das an die Wand hängt und da hat man einen Staubsauger, der aufgeladen ist, das Ladegerät, das schaut schon sehr schick aus. Allerdings, ich hätte mir einfach auch mindestens eine Viertelstunde mehr Akkulaufzeit gewünscht.
Wenigstens kann man den aber hier, wie gesagt, innerhalb von einer Stunde 15 Minuten auf 90% vollladen. Das ist schon mal ein sehr großer, das macht einem das Leben dann doch wieder etwas leichter. Fairerweise muss man zur Akkulaufzeit aber auch dazu sagen, in der Regel saugt man ja immer mal wieder so, wenn irgendwo Schmutz runterfällt. Man saugt mal das Wohnzimmer, dann macht man kurz die Treppen zwischendurch, dann macht man den Flur oben. Es ist ja nicht so, dass man ständig das komplette Haus von oben bis unten in einem Rutsch saugt, wenn man nicht gerade einen Putztag einlegt. Wer also eher der Putztag-Typ ist, kauft euch einen zweiten Akku. Wer eher so immer mal, keine Ahnung, zonenweise saugt, ist mit einem Akku vielleicht gut versorgt. Zubehörmäßig könnt ihr unglaubliche Summen an Geld versenken. Ihr könnt euch also ein Bürstenset kaufen zum Beispiel. Da habt ihr dann eine Fungdüse mit einer Aufsteckbürste oder einer, ich habe es noch nicht nachgelesen, Bürste, die was anderes saugt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, aber für diese Bürste, ich habe mich noch nicht schlau gelesen. Ich hätte es natürlich googeln können, aber ich wollte da nicht. Hallo Katze, bist du dabei, hier dein wunderschönes Fell zu verteilen? Das könnt ihr zum Beispiel kaufen. Ihr könnt euch dann aber auch zum Beispiel diesen flexiblen Schlauch mit Autobürste kaufen. Ihr könnt euch dann eventuell auch einen Polsterboy, denn den gab es schon damals, als meine Oma noch einen Vorwerkstaubsauger hatte. Und der hieß damals Polsterboy, der heißt mittlerweile elektrische Polsterbürste, denke ich. Ihr könnt euch das kaufen und dann mit einem flexiblen Schlauch die Polster reinigen. Ihr könnt dann aber auch Matratzen reinigen. Ihr könnt ein Reinigungsmittel in Matratzen reinmassieren. Ihr könnt euch, was ich euch bei Hartböden empfehle, diese Hartbodenbürste hier kaufen, denn die ist super schlau. Da könnt ihr Treppen saugen, weil die klappt sich so um und damit kommt ihr tatsächlich in jede Ecke der Treppe rein. Und sie ist auch ziemlich flach, das heißt, auch da kommt ihr sehr gut unter das Sofa, das Bett oder sonstige Möbelstücke rein. Ihr könnt euch also wirklich unglaublich viel Zubehörteile für den VK7 dazu kaufen und euch so das Gerät an eure Bedürfnisse perfekt anpassen. Ihr könnt euch das Gerät nur mit der Turbobürste kaufen, nur mit dem Wischaufsatz kaufen. Ihr könnt euch Kombipakete kaufen und auch da macht es wirklich Sinn. Ich finde viel mehr noch als beim Thermomix, dass ihr einen Berater euch holt, der euch wirklich die Produkte zeigt und ihr dann so in euch gehen könnt, was brauche ich tatsächlich? Lasst euch nichts aufschwatzen. Ne? Wenn ihr Matratzen habt zum Beispiel im Bett, die ihr bis ins kleinste Detail abziehen könnt, also den Schoner und alles, und dann nur der Kaltschaum übrig bleibt, ist es wahrscheinlich nicht notwendig, sich eine Polsterdüse mit Matratzenschaum und allem zu kaufen. Ne? Wenn ihr aber eine Federkernmatratze habt, die ihr nicht abziehen könnt, die ihr nicht so einfach reinigen könnt, dann ist es vielleicht aber schon eine ganz schlaue Sache. Also abwiegen, was ihr braucht, aber ihr könnt euch da wirklich eindecken um tausende Euro mit Zubehör. Da muss man sagen, die Zubehörteile sind auch preislich relativ attraktiv. Also wenn ihr so eine Ladeschale haben möchtet für den Akku, damit ihr den separat aufladen könnt, dann seid eben irgendwo 20 Euro für die Ladeschale. Also ihr könnt euch damit Zubehör gut eindecken. Allerdings wird es dann auch relativ schnell natürlich sehr teuer. Nämlich wenn ich jetzt in meinem Fall mir das Gerät kaufen würde, dann würde ich mir holen den Wischaufsatz, die Turbobürste. Ich würde mir auch die Parkett, also die Hartbodenbürste dazu nehmen. Ich würde mir ein Premium-Ladegerät, das man an die Wand hängen kann, einen Zweitakku, eine Wandhalteplatte würde ich mir noch nehmen und die Autodüse. Und dann sind wir, glaube ich, schon in den Bereichen von 1.900 Euro für Staubsauger mit allen Zubehörteilen. Das sind zwar alles Teile, die ich persönlich im Alltag natürlich nutzen würde, aber das ist verdammt viel Geld für einen Staubsauger, wo ich natürlich auch mir ein Baumarktgerät und einen Mop hinstellen könnte. Dann hätte ich zwar auch viel mehr Arbeit und eine schlechtere Reinigungsleistung, ich wäre aber auch um 1.900 Euro reicher. Müsst ihr bedenken, also Vorwerk liefert euch sehr viel in sehr guter Qualität, mit sehr guter Leistung, sehr durchdachte Geräte, sehr schlaues Zubehör, das ihr wirklich dann kaufen könnt, wenn ihr genau für diesen einen Anwendungsfall, habt, aber sie wollen auch mächtig Geld dafür. Dann noch ein Wort zu den Folgekosten. Ihr müsst den Staubbeutel natürlich regelmäßig tauschen. In meinem Fall so 2 bis 3 Wochen komme ich damit aus. Da ist allerdings natürlich auch tonnenweise Katzenfell drin, wie ihr hier seht. Das heißt, da kommt bei mir einiges zusammen. 3,30 Euro kostet da eine Filtertüte. Auch hier, wenn ihr den über Vorwerk, über den Vorwerk-Repräsentanten oder die Repräsentantin bestellt, dann könnt ihr da einfach anrufen, E-Mail schicken, SMS schicken. Bestell mir bitte kurz das und das und das kommt in ein paar Tagen einfach zu euch geliefert. Das ist schon sehr hoher Komfort. Das habt ihr natürlich bei anderen Herstellern in der Form nicht. Ist auch ein Alleinstellungsmerkmal von Vorwerk. Die Wischtücher kosten 13,30 Euro, Stand Oktober 2024 pro Stück und das Reinigungsmittel schlägt mit ca. 11 Cent pro Auffüllung von diesem kleinen Dosierwerkzeug zu Buche. Das ist also durchaus fair bepreist. Was ihr auch bedenken müsst, natürlich die gute Saugleistung, die ich angesprochen habe, habt ihr nur, wenn die Filtertüte nicht komplett voll ist. Also Vorwerk hat einen guten Job gemacht, selbst mit halb oder dreiviertel voller Filtertüte noch sehr gute Saugleistung zu liefern. Wenn sie dann aber voll ist, dann geht
geht kaum mehr irgendwas durch das Saugrohr. Und damit sind wir beim Fazit dieses Videos angelangt. Und das war ja schon lang genug. Ja, ich weiß. Was kann ich euch also zum Vorwerk VK7 sagen? Er hat eine sehr gute Saugleistung, er hat eine gute Wischleistung. Diese zwei Punkte sind also schon mal sehr gut abgehakt. Und wir haben die für Vorwerk typische gute Konstruktion, hochwertige Konstruktion und vor allem ergonomisch und durchdachte Konstruktion mit Blick auf den Nutzer, damit diese Dinger wirklich gut genutzt werden können und damit das Gerät euch das Leben leichter macht und nicht irgendeine Designentscheidung von einem Designer erfüllt. Viele Details bei den einzelnen Produkten, die einfach smart sind, von Wartungsklappen abgesehen, von vielfältigen Reinigungstüchern, verschiedenen Putzmitteln und so weiter. Also auch da hakt Vorwerk alle Punkte wirklich vorzüglich ab. Und dabei sind diese Verbrauchsmaterialien und auch die meisten Zubehörteile durchaus fair bepreist, wenn wir mal von dem Wischaufsatz und der Tourbürste absehen. Denn die Elektrobürste allein kostet als Aufpreis, wenn ihr den nur mit dem Wischer gekauft habt, allein schon 400 Euro. Und das finde ich zu viel, weil, sorry, das ist keine 400 Euro Bürste Vorwerk. Aber gut, sei es drum. Und damit sind wir dann auch schon bei den Negativpunkten und das sind einerseits die Akkulaufzeit, die ist zu gering. Sie ist nicht schlecht, man kommt damit über die Runden, aber da hätte ich mir in der Preisliga mehr erwartet. Und das größte Problem beim Vorwerk VK7, das ich für mich persönlich gefunden habe, ist einfach der Preis. Ich würde den um die Hälfte sofort holen, ich würde sofort mein Haus damit ausstatten und nur mehr mit dem Gerät saugen und wischen, weil ich es wirklich gut finde, aber der Preis ist einfach zu hoch, allein schon die Kombi aus dem Basisgerät plus Wischaufsatz plus Tubabürste, irgendwas bei 1400 Euro. Und dann haben wir noch die ganzen anderen Kleinteile, die ihr eben braucht, weil ihr braucht eine Fugendüse. Ihr müsst ja ab und zu in die Fugen kommen und irgendwo saugen. Und vielleicht wollt ihr dann noch ein Teleskoprohr, um da oben die Spinnweben aus den Ecken zu saugen und, und. Also das addiert sich alles auf und dann sind wir in meinem Fall bei 1900 Euro. Das ist einfach zu teuer. Aber entscheidet selbst, ob der Vorwerk VK7 was für euch ist. Ich hoffe, das Video konnte dazu beitragen, dass die ganzen Fragen, die ihr vielleicht hattet, beantwortet sind. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne unter dem Video in die Kommentarfunktion. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen Daumen in nördliche Richtung. Ansonsten, wenn nicht, auch einen Daumen runter. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns mit einem Abonnement im nächsten Video von MacManiacs. Bis bald und ciao, ciao.